Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Dr. Alzheimer's Academia Magica. Unser Brawl-Event, Oldschool Brawl 1993 bis 1997, einschließlich Weatherlight, startet nun demnächst 60 Karten mit Commander. Und dieses Event hat seine Einreichungsfrist bis zum 31.07. demnächst erreicht. Und mich erreichen jetzt täglich neue Decks unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Discord. Und eins, das will ich euch heute zwischendurch mal ganz fix zeigen. Das ist so kreativ, das ist so cool, das rührt mich so an, das muss ich euch zeigen. Es ist ein Deck gemacht, gemalt, designt von unserem Moderator im Discord, vom lieben Andy. Und der hat seinen Commander Xyra eingenommen. Als eine Junt-Commanderin, fliegende Legende aus Legends, die ich auch kurz überlegt habe, als Commander zu nehmen, die in meinem einen Deck auch tatsächlich eine Rolle spielen. Mit dieser Commander-Kreatur kann man Karten ziehen. Und drumherum hat er, inspiriert von einer jungen Magic-Spielerin, die sich ihr eigenes Deck selbst gemalt hat, versucht, sein eigenes Deck ebenfalls auf solchen, ja, auf solchen Filler-Karten zu designen. Und ich zeige euch das jetzt mal in kurzen. Ich finde es wundervoll. Es rührt mein Herz an. Ihr seht hier ganz viele verschiedene Karten aus der alten Zeit. Jetzt hier zum Beispiel Wildgrowth. Und die hat er alle von Hand selbst versucht nachzumalen, die originale Besitzer. Zwar, aber er sagte, er will da ein eigenes Design draus machen. Und das ist so süß, das muss ich euch jetzt auch mal hier ein bisschen aus dem Off kommentiert mal vorführen. Denn ihr würdet es sonst wahrscheinlich nur sehen, diese Art von Karten, wenn ihr sie oder Decks, wenn ihr bei uns im Discord zuschaut, denn präsentieren kann ich die nicht alle am Stück, diese Videos, die mich da erreichen. Ich versuche nach und nach immer welche zu senden, zu bringen, euch zu präsentieren, damit ihr so ein bisschen seht, was wir in unserem Discord so treiben. Hier zum Beispiel die ungezählte Wildnis, wunderschön gemacht. Da seht ihr so ein bisschen die Birken hier nachgezeichnet. Er hat auch immer drunter geschrieben, was die Karte kann. Also im Grunde eine Abkürzung quasi der Fähigkeit der Karte und sie ist vom Artwork halt ganz nah am Original dran. Jetzt nochmal so ein tolles Beispiel, nämlich die Furcht. Das hat er super süß nachgezeichnet. Ich finde das fantastisch. Ich stelle mir das ganz toll vor, mit diesem Deck zu spielen. Und dann seht ihr auch, wie wir bei uns auf dem Discord arbeiten. Wir wollen dieses Brawl-Event ein Stück weit auch als Ausdruck von Kreativität begreifen. Hier seht ihr die unglaublich geilen Drudge-Skeletons. Die Leute sollen sich austoben, die Leute sollen sich was überlegen, die Leute sollen ihre Decks präsentieren auf die Art, die zu ihnen passt. Und der Andi kann nun mal schön zeichnen. Und deswegen hat er gesagt, ich mache das so. Ich bin kein Videodreher, ich bin kein ja, Schmied. Ich bin jemand, der gern zeichnet und ich finde, das hat er so herrlich gelöst. Ja, und das Event, das wir machen, ist ja nicht nur so eine Liga, wo quasi die Brawl-Decks jetzt übers nächste Jahr miteinander spielen, was eigentlich schon ganz geil ist, sondern es hat auch noch einen Schönheitswettbewerb. Man kann also auch Preise gewinnen. Hier seht ihr die Rock Hydra. Auch total geil gemacht. Und man kann unter anderem auch einen Preis fürs schönste Deck, für den schönsten Commander, für die coolste Deck-Story, für die coolste Deck-Präsentation und so fort gewinnen. Dazu, sobald das losgegangen ist und mal alle Decks bei mir vorliegen in Form von einzelnen Bildern. Hier seht ihr Raise Dead, das finde ich auch total super gemacht. Dazu kriegt ihr dann auch nochmal ein Video. Dann zeige ich euch, welche Preise man gewinnen kann. Dann zeige ich euch, welche Decks bei mir eingereicht wurden. Und dann reihe ich quasi die Deck-Fotos hintereinander. Aber das Video, das der Andi mir geschickt hat, das war, finde ich, zu schade, um es einfach nur im Discord vergammeln zu lassen. Hier das Drachenjunge, auch super süß gemacht, ist nur im Discord vergammeln zu lassen, sodass quasi nur die Discord-Mitglieder, die mittlerweile 100 sind, was ich auch sehr geil finde, sehr beeindruckend, dass nur die, die das quasi sehen können, sondern ich wollte, dass ihr da auch mal teilhaben könnt dran, dass ihr seht, was draus wird, wenn man so ein Projekt macht. Ja? Also, wie gesagt, hier geht es nicht so sehr um Competitiveness, um Power von Decks, um ja, das typische Spike-Spiel, möglichst viel Synergie aus dem Deck holen und so. Hier geht es tatsächlich darum, kreativ zu sein, sich was auszudenken, eine schöne Idee zu entwickeln und damit auch ja, letztlich seiner Persönlichkeit und seinen Vorlieben, seinen Interessen Ausdruck zu verleihen. So, ich bin mal gespannt. Hier seht ihr den Shivan Dragon, der ist auch total süß gemacht. Und als nächstes sehen wir den Icy Manipulator. Das ist wirklich ein Design, das schwierig nachzubasteln ist. Da hat er da hinten diese Scheibe vorne, die Schraube und die ganzen Zahnrädchen hier. Das hat er wirklich hübsch nachgebastelt. Und da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Unglaublich viel Arbeit. Er hat mir schon vor ein paar Wochen gesagt, was er vorhat. Aber ich konnte es mir nicht so recht vorstellen. Er hat mir ein, zwei Screenshots geschickt. Und ich dachte schon, wow, was für eine geniale Idee. Aber ja, das schlägt jetzt quasi alle Erwartungen. Wir haben euch ja schon ein paar dieser Brawl Decks gezeigt, mein eigenes. Hier seht ihr die Zwergenkrieger, die sind auch so cool geworden. Mein Baron Senge Deck habe ich euch gezeigt, gibt es ein Video zu, verlinke ich oben im Video. Dann habt ihr von Bibov den Martin Stromgold gesehen und den Jacques Levert, für den hat er sich letztlich entschieden. Das ist sein Commander im Wettbewerb. Hier seht ihr die Lanowa-Elfen, auch super süß gemacht. Ja, und jeder macht so das, was zu ihm passt. Und der Andi hat sich halt entschieden, hier mit Xyra
Arien, also das dritte Deck, nein, das vierte sogar, das vierte Brawl-Deck, das ich euch hier zeigen kann, zu designen. Und das hat er schön gemacht, finde ich. Sehr, sehr schön. Es ist ein absolutes Projekt der Liebe, der Hingabe, der Nostalgie und des Selbstausdrucks, der Selbstverwirklichung fast, möchte ich sagen. Also ich bin einfach total hin und weg davon, wie er das gemacht hat. Und deswegen verzeiht mir, dass ich hier so schwärmerisch, ach, die Killerbees sind so cool, so schwärmerisch daher erzähle. Das Geile an dem Deck ist, er hat die Karten alle im Original, wie ihr seht. Rechts, das sind seine Karten, ja. Er hat die im Original, aber er hat gesagt, ich will mein eigenes Deck malen, weil ich die Idee so geil finde von dieser jungen Dame, die ihr eigenes Deck gemalt hat. Und ich finde, das hat er ganz hervorragend gemacht, ganz fabelhaft umgesetzt, ne? Also, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, in unseren Events, jetzt wird es natürlich ein bisschen knapp für das Brawl-Event, wenn ihr da noch nichts selbst entworfen habt, aber wenn ihr mitmachen wollt bei unserem Ice Age Block Constructed Stream of Life, auch total schön, oder bei unseren Oldschool-Turnieren, die kommen, dann kommt einfach in den Discord. Ihr seht, wir erlauben Kreativität, wir erlauben Proxys, wir erlauben alle möglichen Versionen von Karten. Wir sind nicht so strikt, unser Regelwerk ist sanft, freundlich und kreativitätsfördernd und ja, was dabei rauskommt, seht ihr an so einem Beispiel. Hier sehen wir die Wall of Fire. Die hat er auch nachgemacht. Die kann man vorne pumpen mit plus 1, plus 0 für ein rotes Mana. Und hier der berühmte oder die berühmte Giant Spider. Ich meine, das ist ein Klassiker. Ja. Also die Karte, die hat jeder von uns damals in den Decks gehabt. In den grünen anteiligen oder monogrünen Decks. Die war gut. Du konntest damit Flieger blockern. Ja, hat er auch nachgezeichnet. Und wie ich finde, total passend. Ne? Hier. Die sind auch geil, die Goblin Wardrums. Guckt euch die Gesichtsausdrücke dieser Jungs an hier. Finde ich sowas von schön gemacht, sowas von gut umgesetzt. Ich bin hier nur am Feiern. Ich habe da so viel Freude dran gehabt. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das muss ich euch zeigen. Er hat es ein bisschen, das auch geil, die Riesenstärke. Ich finde eine der hässlichsten Karten überhaupt, aber seine Version ist richtig geil. Er hat mir das geschickt in einer zweiminütigen Version mit einem wunderschönen, wunderschönen Soundtrack drunter. Den habe ich euch rausgeschnitten, auch aus Copyrights-Gründen. Ich will ja jetzt nicht quasi Probleme kriegen. Howl from Beyond, auch geil gemacht. Wenn ich keine Rechte an der Musik habe, oder habe ich das Ganze genommen und habe es einfach auf knapp 10 Minuten gezogen, sodass wir da ein bisschen was zu erzählen können und das in Ruhe anschauen können. Habe den Sound weggemacht und jetzt meine Tonspur drunter gelegt. Der ist auch geil. Unser Freund, der Troll, der in den klassischen Disco-Troll-Decks auch eine große Rolle gespielt hat, der ist super gemacht. Guckt euch den Gesichtsausdruck an. Echt, echt witzig umgesetzt. Und ja, in diesen Disco-Troll-Decks, da spielen natürlich all die Regenerations-Trolle eine große Rolle. Da gibt es natürlich den Schilftroll und andere. Hier Emerald Dragonfly. Also ich bin total angetan. Das ist so das, was ich mir gehofft habe, erhofft habe. Ich habe mir erhofft, dass ich mit dem Event und spezifisch mit dem Schönheitswettbewerb Leute motiviere, mal aus den Konventionen rauszugehen. Nerf's Asp, Superkarte im Übrigen. Wird in letzter Zeit auch mal wieder öfter im Oldschool gespielt, weil man damit zusätzliche Damage beim nächsten Upkeep oder beim nächsten Draw Phase machen kann. Genauso steht es hier. Sehr schöne Karte, auch toll umgesetzt. Ja, das war meine Hoffnung, dass wir mal aus den gewohnten Konventionen rauskommen. Immer nur das Typische, was man so kennt. Hochsynergetische Decks, doppelt gesleeved und nur originale Artworks, am besten nur schwarzrandig und alles, was so diese üblichen Konventionen an den üblichen Tischen so quasi sind. Nee, das wollten wir gerade mal nicht. Wir wollten hier, ich sag mal, eine echte Kneipen-Magic, Kneipenkunst, Bierdeckelzeichnung auch mal sehen. Und das hat der Andi hier geliefert. Ich finde das fantastisch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er sich da hingesetzt hat und gesagt hat, so Freunde, und jetzt proxe ich mir mein ganzes Deck selber. Er hätte eigentlich gar nicht nötig gehabt, ne? Er hätte wunderbar hier Felverstone, wunderbar hätte er problemlos gewissermaßen das Deck einfach so nehmen können, wie es hatte. Rechts seht ihr ja quasi seine Originalkarte, aber er hat sich halt hingesetzt und er hat es selbst gezeichnet. Habe ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole mich gerade. Hat aber wirklich was damit zu tun, dass ich echt begeistert bin, ja. Oh hier, der Hypnotic Spectre, auch so großartig. Das fixt mich tausendmal mehr an, als wenn jemand ein 50.000-Euro-Deck mit nur Original Black Lotus und sowas hinlegt. Ja, das hat so was Käufliches. Ist toll, bewundernswert, keine Frage. Aber wenn du genug Geld hast, kannst du dir alles kaufen. Insofern ist nichts Besonderes dabei. Das hier, das ist besonders. Da sind noch die Sonderlände hier, Badlands, Bayou und noch der Solring links. Das hat kein anderer. Das ist sein Ding, das ist sein Besonderes. Das ist meines Erachtens tausendmal mehr wert als jedes zusammengekaufte Ding. Egal wie teuer oder nobel oder edel es wäre. Also vielen Dank, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Ich habe eine Riesenfreude an diesem Deck. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Freude dran und so großen Respekt vor dem Künstler. Und wenn ihr wollt, gibt es demnächst noch mehr solcher Videos. Bis dann. Tschüss.